Fast alle gegen Willi, wieder Aufregung in Innsbruck. Es wird ziemlich frostig in der Innsbrucker Stadtpolitik. Politexperten sagen einmal mehr, der Kahn steckt tief im Dreck. Die Mehrheit der Gemeinderatsfraktionen und Listen ist heute auf das grüne Stadtoberhaupt losgegangen. Der Bürgermeister Georg Willi wird damit zusehends isolierter. Im Mittelpunkt stand dabei einmal mehr der 8.000-Euro-Sondervertrag, den Georg Willi mit seiner Ex-Personalamtsleiterin und jetzigen Sachbearbeiterin abgeschlossen hat. Der Bürgermeister solle von sich aus die Reißleine ziehen, war mehrheitlich zu hören. Neuwahlen hingegen sind allerdings auch heute kein Thema. Es ist Feuer am Dach in Innsbruck. Friedenstauben? Keine in Sicht. 4 Sachverhaltsdarstellungen gegen den Bürgermeister liegen vor. Der Vorwurf: Untreue und Amtsmissbrauch. Eine ganze Gemeinderatsphalanx marschiert heute gegen Georg Willi auf. Ich glaube, wenn hier 31 von 40 Gemeinderäten vertreten sind und ihre Fraktionen vertreten, zeigt das ganz klar, wir haben ein Bürgermeisterproblem und kein Gemeinderatsproblem. Das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen, aber nichts hat das so plakativ aufgezeigt wie die Causa der Sonderverträge. Und eines muss man ganz klar sagen, der Schaden ist angerichtet. Letztendlich sage ich, lieber Bürgermeister Georg Willi, trete zurück. Oder in der Casinosprache gesagt, rien va plus, game over. Er hat Innsbruck ins Chaos geführt. Er ist der schlechteste Bürgermeister aller Zeiten. Das kann man, glaube ich, ganz deutlich so sagen. Es ist viel politisches Porzellan zerschlagen. Jüngster Anlass ist jener Sondervertrag mit über 8.000 Euro brutto, den der Bürgermeister im Alleingang mit seiner Ex-Personalamtsleiterin abgeschlossen hat. Diese ist aber nur mehr Sachbearbeiterin. Willi habe dem Feminismus einen Bärendienst erwiesen. Frauen, die können sich durch Kompetenzen beweisen. Die haben da kein Problem und nicht durch irgendwelche Amtsleiterinnen Zulagen, wenn sie gar keine Amtsleitung haben. Politisch jedenfalls ein großer Fehltritt, resümiert der Politologe. Unabhängig davon, ob rechtlich dem Bürgermeister etwas vorzuwerfen ist, politisch ist sein Verhalten natürlich untragbar, denn einen Sondervertrag in besonderer Höhe und ursprünglich unbefristet, während man gleichzeitig in der Verwaltung genau das Gegenteil machen will, befristet, keine weißen Elefanten und so weiter und so fort, das ist politisch ein schwerer Fehler. Die Gegnerschaft zieht nun alle Register. Dieser Sondervertrag sei nicht der einzige. Es gibt im Umfeld des Bürgermeisters eine massive Häufung von unverhältnismäßigen und nicht nachvollziehbaren Sonderverträgen. Vielleicht, dass wir auch einen externen Sachverständiger beiziehen sollten, um auch die rechtliche Genese zu analysieren. Hier geht es mir darum, vor allem zivilrechtlich, was die Sittenwidrigkeit betrifft. Man kann das nicht mehr nur allein den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten überlassen, dass die Dinge, die der Herr Georg Willi im Alleingang sozusagen fabriziert, abstellen. Also ich nehme da das Land Tirol und auch den Landeshauptmann schon in die Pflicht, dass man sich die Sache Innsbruck jetzt nochmal im Detail ansieht. Der Landeshauptmann wolle sich nicht einmischen, wie es heißt. Wie kommt man aus dieser Nummer heraus? Im Grunde bräuchte die Innsbrucker Stadtpolitik keinen Politikberater, sondern eher einen Psychotherapeuten oder Mediator, denn das sind ja tiefste persönliche Verletzungen auch schon der Grund für Konflikte. Die Schlusslösung ist immer eine Wahl in der Demokratie. Eine Neuwahl bedingt die Auflösung des Gemeinderats mit einer Zweidrittelmehrheit. Diese wollen weder die ÖVP noch die Liste für Innsbruck zustimmen. Zum einen wohl wegen noch fehlender Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, zum anderen aber käme dann Innsbruck rechtlich bis zur Neuwahl und der Landesverwaltung. Das wäre peinlich. Dicke Luft also in der Landeshauptstadt.